eine kurze Folge Let's Play Showmasters. Was gibt's heute zu sehen? Hallo, ach so, hallo, hallo. Hallo, hallo auch lieber Game Master, hallo. Hallo auch ins World Wide Web. Genau. Das schaut ja gut aus. Ne? Ja, setz dich doch erstmal, Tim. Wir werden auch nicht jünger. Wir spielen heute Hue. Ich lese dir kurz den Satz, den mir die Redaktion hier auf dem Zettel geschrieben hat. Ich sag das dazu, weil ich den Satz so liebe. Ja, sag an. Der kleine Hue ist auf der Suche nach seiner Mutter, einer Universitätsprofessorin, deren Forschungsschwerpunkt die Farbenlehre ist. Ah ja, klar. Alles klar, weiter geht's. Ach, das war's schon? Das war's. Gut. Und du kannst mit dem rechten Stick kannst du so einen Farbkreis steuern. Ja. Und je nachdem, welche Farbe du auswählst, verändert sich halt, was in dem Level zu sehen ist. Und auch zum Beispiel, wo Gewichte drauf liegen, wo Ballons dranhängen. Also diese Schalter zum Beispiel werden dann von diesen Kisten gesteuert. Wenn jetzt zum Beispiel die Farbe lila ausgewählt wird. Ja. Ich hab Gefühl, das ist ein Rätselspiel, ne? Zack, kannst du da hoch. Dann kann ich da mal hoch vielleicht. Ja. Okay. Und schieb doch einfach die Kiste mit dir. Die Kiste schieb ich mal weiter. Rätselspiel, Leute, ihr seid auch wieder gefragt. Okay. Hellblau, ja? Ja. Achso, die Kiste muss ich. Die kann ich auch so ziehen, haben. Du kannst mit Quadrat kannst du die Kiste ziehen. Okay, und jetzt rot, ne? Jo. Ah, gut. Das gefällt mir einfach gut, wie du das machst. Danke sehr. So, jetzt schiebe ich das hier drauf. Und siehst du, was passiert? Ach, die Tür ist auf, na, das ist ja toll. Ja. Und links. Ne. Mit dem Schlüssel, ne? Schlüssel. Ja, das ist ja toll. So, jetzt wieder blau. Nein. Nee, türkis. Ja. Und dann hier lila. Ah, nee, die muss ich noch draufschieben, oder? Nee, du musst ja, der muss ja da oben bleiben, weil du brauchst ich brauche erst die den Tür. Schlüssel. Ja, okay. Tim. Entschuldigung. War nicht ganz bei Gedanken, oder wie das ist okay. Heißt. Okay, jetzt habe ich hier den Schlüssel. Jo. Und jetzt muss ich den oben quasi wieder rüberschieben. Ja. Ganz schön gefährlich hier unter den Luftballons durch. Ne, da einmal auf den Farbkreis was Falsches ausgewählt, schon ein bisschen zack, platt. Zack, zerquetscht. Was ist das, rot? Leicht farbenblind bin ich ja, Leute. Ne, rot ist es, ne? Ja. Das ist das jetzt nicht rot. Nee, ja, das ist rot. Ja, das war jetzt nicht wegen das, der. Das war einfach nur, weil du. Einfach nur weil du, weil du nicht ein Profi-Gamer bist. Ich bin einfach kein Profi-Gamer. Nee. Okay, und jetzt hier nochmal das hier. Lila, das ist jetzt pink. Nee, auch wieder nur verdrückt. Das ist jetzt farbenblind. Nee, jetzt habe ich nochmal verdrückt. Ja, jetzt, Entschuldigung. So, und jetzt können wir, da ist jetzt schon die Mama, die wartet. Naja, ich glaube nicht, dass das direkt ihr Büro ist. Das sieht nicht nach Mama-Büro aus. Ich habe das Gefühl, das war das Einführungslevel gerade. Und jetzt hier Dummköpfe, spitze Pfähle, weil wenn ich da jetzt rein, ne, dann... Okay, dann probiere ich mal ein bisschen rum. Ja, also okay. Das wollen wir nicht, weil am besten landest du auf den Kisten, ne? Ich hol die jetzt da wieder auf den Kisten. Also ich springe jetzt hier rüber und fahre dann nach oben. Oh Gott! Guck mal, aber da ist doch der Schlüssel. Du brauchst doch erst den Schlüssel, Tim. Ja, danke. Ich sag ja nur. Aber okay. Was weiß ich schon? Schlüssel habe ich. Ich bin ja nur Game Master. Wieder. Okay, jetzt mache ich rot, ne? Nein. Nee, eben nicht. Nicht rot, genau, gerade nicht rot. Ja, aber zum Beispiel auch nicht rosa, weil dann verschwindet deine Kiste und du landest da auf den... Springe ich hier rüber, ne? Ja. Ja, und jetzt gelb, weil dann ist die Kiste da weg. Moment mal. Ah ja, genau. Ist ein Rätselspaß. Ist ein Rätselspaß für die ganze Familie. Nee, und jetzt brauche ich die Kiste wieder. Jetzt wieder nicht gelb und jetzt ziehst du die da raus. Ich schiebe das hier rüber. Zack. Super. Ups. Hepp. Entschuldigung. So ein Tollpatsch. Der kleine Hugh, so ein Tollpatsch. Mach das so. Aber dafür lieben wir ihn. Was ist denn jetzt hier für ein Stress eigentlich bei der Band auf einmal los? Ja, das ist ein ganz normales Spiel. Es gibt überhaupt keinen Zeitpressure. Kurz als wäre hier irgendwie ein Rudel Zombies hinter mir her oder was auch immer. Da ist einmal was runtergefallen. Ich mache hier einfach in Ruhe, stelle ich hier die falschen und die richtigen Farben ein und taste mich langsam vor hier zur Mutti. So. Jetzt mache ich das so. Was? Ich lass die jetzt nochmal runterfallen und dann fahre ich einfach nochmal mit damit hoch. Ja. Und jetzt einmal aufwärts. Oh nein, oh nein, oh nein! Ich entschuldige mich hiermit.
Aber jetzt geht's ganz schnell, Leute. Haben wir den Schlüssel jetzt schon? Nee, Mist. Jetzt weiß ich ja, was man machen muss, ne? Einmal hier. Okay. Aber die Band macht irgendwie trotzdem Pressure. Ich versteh's nicht so ganz. Ich finde es schon ganz entspannt eigentlich. Okay. Nein! Oh Gott, jetzt habe ich gedacht, ich habe schon wieder die falsche Farbe. Das war das richtige Blau. Spielt mal so langsam ihr könnt. Und jetzt kommt wieder die prekäre Situation. Spielt so schnell ihr könnt. Jetzt geht's wieder los. Jetzt springe ich hier drauf, ne? Ja. Aber jetzt ist das Gelbe weg. Also ich brauche quasi... Mach einfach rot und dann kannst du runter. Nee, aber bei rot sind doch dann die Ballons weg. Ah ja, stimmt. So geht's, ne? Ja. Ja. Ja, hepp. Geil. Du, die Tür ist nicht zu sehen, wenn es lila ist. Ah, ja, klar. Das ist ausgefuchst. Danke sehr. Danke sehr. Auch nach da drüben. Ah, da fällt mir ein, ich nehme mal kurz einen Schluck aus meiner Tasse. Ah ja, da fällt mir ein, ich nehme mal... Ich gieße mir auch mal was ein. Ah. Tim, was ist eigentlich dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier? Gummiwürmer? Wofür der Gag hin? Hä, mich hat das einfach interessiert. Ach so. Ich dachte, das ist so eine Ramp. Ich mache einfach Conversation, weil wir haben kein Format während des Spiels oder so. Ich dachte, du hast eine Ramp und da fahre ich mit voll Karo drauf. Aber ich überlege noch, was ist der Gag, was ist der Gang, was muss ich einlegen, was war keiner. Was ist dein Lieblingstier? Ich wollte dich auch nicht aufhalten, spiel einfach. Müsste ich nochmal nachdenken. Pass auf, ich mache richtig guten YouTube-Trick. Falls ihr wissen wollt, was mein, was mein Lieblingstier ist, schaltet in der nächsten Folge wieder ein. So es gab das, keine so Rampe. Es gab keine Rampe, aber hochgeflogen bist du trotzdem. Ja, danke sehr. Ja. So, jetzt gehen wir wieder ab zur Farbenlehre. Gelb. Gelb. Was ist denn das jetzt hier, eine Backsteinmauer? Blau. Nee, nicht blau, doch blau. Dann mache ich hier so ein Hupfi. Pink. Das, ne? Nee, das. Pink. Ja. Türkis. Das Publikum ist richtig krass dabei. Ja, die kennen sich aus einfach, die Leute hier. Die rasten komplett aus. Rot jetzt, ne? Ja, das war jetzt, ich muss sagen, hat sich nicht so richtig hilfreich angehört. Das war so ein, ja. Natürlich rot. So wie Snape in den Harry Potter Filmen, ja. Yeah. Okay, jetzt mache ich hier, fahr jetzt hier erstmal hoch. Oh. Rot! Gelb gibt's gar nicht. Muss ich Gelb noch finden vielleicht? Ich mach jetzt mal hier rot, ne? Mach rot. Nee, Moment mal. Pass auf, du musst einen flinken Wechsel machen. Einen flinken Wechsel muss ich machen. Sogenannten flinken Wechsel. Also ich mach jetzt rot und dann hüpfe ich dann rüber, ne? Ja. Ah! Woo! Ey, Tim! Lassen wir's dabei. Ne? Okay. Dann wäre das sozusagen die Folge. Und das war die eine kleine Mini-Folge. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Showmasters. Und ich habe euch vielleicht mein Lieblingstier verraten, das ich mir gleich noch überlege. Na dann, herzlichen Dank, das war diese kurze Mini-Folge. Ja, war eine gute Sache, würde ich sagen. Danke sehr, danke sehr. Gut, ja, bis gleich. Ich lege das mal wieder hier ein. Kurz, dass die den Kanal abonnieren und liken sollen. Hey Leute, abonniert gerne diesen Kanal und liked ihn gerne. Das hilft uns weiter und teilt dieses Video. Danke.